Wir stehen nun schon seit geraumer Zeit mit dem Klubreich in geheimen Friedensverhandlungen, aber all unsere Bemühungen waren vergebens. Diese kriegslüsternen Emporkömmlinge lassen uns keine Wahl. Bedauerlicherweise müssen wir ihnen unsere unüberwindbare Macht demonstrieren. Fliege zum Planeten Serpios, einer kleinen Kolonie des Klubreiches, und zerstöre alle Städte, die du dort findest. Jetzt mal langsam. Nein, nein und nochmal nein. Sag mal, hast du ein... des Klubreiches? Das sind doch... Das seid doch ihr, oder? Nein, das war das Piso-Reich. Sekunde, Sekunde. Das Klubreich, das waren doch unsere Verbündeten. Planet Serpius und so, das sagt mir alles irgendwas. Das wart ihr doch. Nee, Petito-Reich, wo ist denn das Klubreich? Sekunde. Seid ihr das Klubreich? Das ist irgendwie deren T3-Heimatplanet, aber naja, nee, das ist das Tiefreich. Sekunde. Danke, dass du mich empfängst. Hier, nimm mal unser Geschenk an und gib hoch. So. Wäre da mal... Wo war denn der Planet Serpius jetzt eigentlich? Das war doch hier irgendwo. Da hinten, ne? Da war Serpius. Da hätten wir angreifen sollen. Und Serpius ist auf T2. Du hast den Kontakt vermiesen. Ja, das ist, das war... Alle wahrhaft spirituellen Wesen wünschen sich nichts als Frieden, Harmonie und einen Engelschor in der Ferne. Och, wie nett. Wie kann man gegen solche Leute bloß Krieg führen wollen? Also, das ist mir wirklich... Kommen 11.000 für rotes Gewürz. Also, jetzt seid ihr meine Freunde. Euch greife ich nicht an. Nee, pass mal auf. Wir haben... Ach, komm, die 5 Minuten noch. Fliegen wir mal zu... Zu wem fliegen wir denn? Komm, wir fliegen jetzt mal zu denen hin und dann machen wir für die einfach mal eine Mission, damit wir hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Hallöchen, gibt's denn irgendwas zu erledigen? Willst du für uns arbeiten? Ja, ich will den Sonnenwind im Rücken spüren. Hat jemand eine Mission für mich? Unterlagen von einem eroberten Piratenschiff belegen, dass sie auf einem Planeten in der Nähe ein seltsames... Achso, ein seltenes Truhe lagern. Schon wieder ein Schreibfehler. Ursprünglich haben sie diesen Gegenstand uns gestohlen. Wir wissen, dass deine Großartigkeit keinen Sinn für Gerechtigkeit hat. Hahaha. Könntest du uns wohl helfen? Natürlich gegen eine Belohnung. Ja, logisch. 80.000 Spordollar, komm. Natürlich sind wir keine perfekte Spezies, anders als du in deiner Herrlichkeit. Wegen des Aufenthaltsortes tappen wir ziemlich im Dunkeln. Aber etwas wissen wir. Der Stern befindet sich irgendwo in dieser Galaxie. Ja. Ist genauer gesagt 2 bis 3 Parsec von der großen Stern namens Picorse A entfernt und der Planet heißt To. Ja, okay, mache ich. Die Aufgabe ist klar und tschüss. Because A, das Ding kenne ich doch. Da waren wir. Das Because A Sternsystem ist hier unten. Ach Mensch, jetzt müssen wir mal wieder Planet Tor. Planet Tor. Nein. Sekunde mal, aber das sind doch 2 bis 3 Parsec von der großen Stern. Because A und der Planet heißt To. Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Da ist es. To. Was in unserem Sternensystem? Da drüben, auf dem soll es sein, angeblich. Naja, okay, dann aktivieren wir mal den Entführungsstrahl und finden das begehrte Truhe. Und irgendwie sind es... Ach Mist, ich sehe schon wieder nicht, wie viel Zeit mir bleibt dazu. Wahrscheinlich bloß eine Minute oder was? So, wo ist denn? Ich sehe nichts. Ah, da ist sie ja. Die Truhe. Alles klar, dann bringen wir die jetzt mal zackig zurück, bevor die Zeit abläuft. Mensch, ich muss mir angewöhnen, diese Fraps-Anzeige da zum Beispiel hier links oder hier rechts oben zu schalten, wenn ich Spore aufnehme. Das ist ein bisschen... Naja, was soll's. So, was kriegen wir denn jetzt? Dankeschön, eine Sache wäre da noch, und zwar... Nee, bei euch mache ich nicht nochmal eine Mission. Ich fliege jetzt erstmal zu eurem Heimatplaneten und mache da eine Mission. Und zwar für den T3. Mal schauen, was da kommt. Ich frage mich ja, wie lange es dauert, bis uns irgendein Verbündeter fragt, ein außerirdisches Reich auszulöschen. Ich bin handwerklich ziemlich begabt. Brauchst du bei irgendwas eine helfende Hand? Ja, mit einem Laserstrahl Rassen auslöschen und handwerklich ziemlich begabt, ne? Eine neue intelligente Spezies wurde im Symbosystem entdeckt. Wir werden ganze Industriezweige umstrukturieren, um die Zufriedenheit der dortigen Konsumenten zu steigern.
Aber zunächst müssen wir mehr über sie herausfinden. Hilfst du uns dabei gegen eine großzügige Vergütung, versteht sich? Ja, logisch. Im Symbolsystem ist eine neue Zivilisation entstanden. Wir wollen, dass du uns einen ihrer Bürger bringst, damit wir ihre Welt mit speziell auf sie zugeschnittenen Konsumgütern überschwemmen können. Das kommt uns jetzt ein klein wenig bekannt vor, nicht wahr, Electronic Arts? So, in Ehrfurcht erstarren wir vor deiner Herrlichkeit. Sobald du auf dem Planeten Kave ankommst, brauchen wir eine dieser Kreaturen innerhalb von 2 Minuten 15 Sektoren, weil sonst verderben sie. Alles klar. Hey, Moment mal, wie viel kriege ich dafür? Bezahlung 80.000 Spor-Dollar. Na, das klingt doch machbar. Wo denn? Da denn? Ach, ihr meint die da drüben? Ach, Leute, die gibt's doch schon ewig. Die hab ich doch schon geärgert. Und ein seltenes Objekt haben sie auch noch. So. Jetzt beamen wir erstmal einen der Bürger hoch. Wenn denn hier mal einer wäre. Ach, da drüben der Typ mit dem Megafon. Na toll, jetzt habe ich 4 von denen. Okay, jetzt zeig doch mal an, wo ist denn da drüben? Ja, wo ist es denn? Ach, ein Planetenformwerkzeug. Also irgendwie freut mich purpur mehr. Das werde ich nicht einsetzen. Rotes Wasser, das ist irgendwie ein bisschen suspekt. So, jetzt erstmal zackig zurück. Okay, nein, zu denen wollte ich. Und dann... Schon bald wird das Symbosystem in Zufriedenheit ertrinken. Als Dank bekommst du hiermit 80.000 Spor-Dollar und bist selbstverständlich auf dem Bazar allzeit ein gern gesehener Gast. Ja, danke schön. Und jetzt hock dich mal auf deine 4 Buchstaben, Junge. Und nimm mir mal dieses lilane Gewürz ab. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Ich spiele jetzt nochmal. Wobei... Nee, komm, das, da machen wir noch schnell eine. Tut uns leid, aber wir haben gerade nichts im Angebot, kommt später wieder, okay. Das ist ja auch so ein Thema mit diesen typischen Sprüchen, die Eltern bzw. Lehrer bringen, wie beispielsweise, setz sie auf deine 4 Buchstaben oder weiß ich nicht was. Da könnt ihr den Lehrer bzw. die Lehrerin übrigens super auf die Palme bringen, wenn ihr beispielsweise kontert. Ja, seien Sie doch mal ein bisschen spezifischer. In unserem Alphabet gibt es 26 Buchstaben. Da wird die bestimmt eine nette Diskussion mit euch anfangen. Oder auch so Sachen wie, wenn der Vater zum Sohnemann geht und sagt, so Bursche, du hast jetzt erstmal 2 Wochen Hausarrest. Ja, das ist doch dem Sohn vollkommen wurscht. Der hockt doch sowieso die ganze Zeit vorm Rechner und guckt sich YouTube-Videos an. Das heißt, liebe Eltern, die typische Art von Hausarrest, die funktioniert nicht mehr. Ist nicht mehr drin, nee. Da müssten sie jetzt schon mit einer neuen Art von Hausarrest daherkommen. Beispielsweise könnte man doch einfach das Kind packen und dann draußen in den Garten schmeißen und dann die Tür zusperren. So, Hausarrest, du darfst nicht mehr ins Haus rein, ne? Und jetzt haben die schon wieder was produziert. Oh gut, für einen Tag ist das ja nicht schlimm, aber wenn du sagst, so, für die nächsten 2 Wochen bist du außer Haus, Freundchen, und kriegst nichts zu essen, nichts zu trinken, du kriegst kein Geld von uns, du kriegst keinen Computer, kein gar nichts. Ja, dann müssen sie sehen, wie sie da draußen klarkommen. Nur, man sollte aufpassen, der Schuss, der kann nämlich auch ganz, ganz böse nach hinten losgehen, weil ist nämlich der betroffene Arrestete clever... Dann wird er sich in diesen 2 Wochen einen Job suchen und sich einfach das Geld für diverse Nahrungsmittel, wie zum Beispiel, weiß nicht was, Lakritze, Gummibärchen und Schokolade selber verdienen. Mal eben schnell so nach 2 Wochen, wenn dann der Vater sagt, okay, Sohnemann, du darfst jetzt wieder rein, Hausarrest ist vorbei, dann heißt es wahrscheinlich, ja, nee, Vater, vergiss das mal lieber ganz schnell. Weil ich habe jetzt hier eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker bei der Firma Kunze und Co. KG. Und ich habe mir da in der Münchner Allee eine Wohnung gemietet. Da ist jetzt nichts mehr mit Heimkommen und so, ne? Da kontern sie wahrscheinlich wieder mit so Sachen wie, ja, willst du denn nicht deinen Rechner mitnehmen? Den hast du hier doch noch rumflacken.
Ja, was denn für ein Rechner? Hab doch mittlerweile einen 4000 Euro schweren High-End-Rechner hier mit Intel Core i7 Prozessor und einer Festplatte mit so viel Speicherplatz, dass es dir beim Einschalten die Sicherungen raushaut. Das käme bestimmt auch ganz witzig, wenn der Okami mal wieder seinen Computer einschaltet und in München gehen die ganzen Lichter alle aus. Das wäre bestimmt auch mal witzig anzusehen und es wäre enorm energiesparend. Ich meine, stellt euch mal vor, wenn in München, ganz München, für eine Stunde der Strom weg ist. Ist wirklich sehr, sehr umweltschonend. Gut, die wirtschaftlichen Schäden, die werde ich jetzt mal nicht erwähnen, ne? Was ist das jetzt schon wieder? Könnten das die Crocs sein? Moment. Bla 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 bla. Kennen wir schon. Okay, dann schauen wir da jetzt noch ganz schnell nach, bevor ich die Aufnahme beende. Mal angenommen, es sind die Crocs. Was soll ich dann tun? Ich will mich ja eigentlich mit denen verbünden. Es sind die Crocs, wie es aussieht. Lass mal kurz scannen. Jupp, es sind die Crocs. Tja, und tschüss. Das könnt ihr gerne ohne mich weitermachen. Das geheimnisvolle Schiff hat den Planeten Rotor Gen verlassen. Im Moment waren die am Anfang bei unserer ersten Begegnung nicht auch auf diesem Planeten. Also da ganz am Anfang, als wir diesen Angriff verpasst haben, meine ich. Oder verwechsel ich da jetzt irgendwas? Ach, keine Ahnung. Also ich werde jetzt hier erstmal das Spiel speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis zum nächsten Mal ins Board. Tschüss!